Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Diablo 3 Hardcore mit meiner Bala und mit mir, dem Eli, Folge 33 inzwischen schon. Und ich glaube, es ist mal wieder... Ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Mal wieder ein bisschen Zeit mit den Einwohnern hier zu plaudern. Haben wir eine Menge Leute, die hier mit uns sprechen wollen. Sprechen wir mit Carla. Angst, okay. Die letzte Nacht habe ich im Freien verbracht. Ich habe versucht, die Stille zu ignorieren. Aber die leere Luft hat sich wie ein aufgerissener Mund über meinem Kopf angefühlt. Schließlich wurde mir klar, dass ich schlafen musste. Wenn jemand vorhatte, mich zu töten, war ich bereits tot. So gut habe ich seit Jahren nicht geschlafen. Okay, die hat eine sehr merkwürdige Art für guten Schlaf. So, dann mit Hedwig können wir noch sprechen, reden, Rückkehr nach Caldeum. Nach Caldeum zurückzukehren muss schwer für euch sein. Ich habe mir geschworen, dass ich niemals hierher zurückkommen würde. Und doch bin ich jetzt hier. Wegen dem, was mit eurem Vater geschehen ist? Wegen dem, was mit mir geschehen ist. Manche Wunden verheilen nicht und es hat keinen Zweck, sie aufzureißen, oder? Darüber hinaus ist das Wetter nichts für mich. Okay. Also alte Erinnerungen von dem guten Hedwig. Guck mal, was Miriam zu sagen hat. Familie. Ich muss sagen, dass mir diese neue Familie, in der ich mich wiederfinde, sehr am Herzen liegt. Aber ihr könntet uns eure Liebe etwas offener zeigen, wisst ihr? Meine Familie ist tot. Oh, versucht doch nicht, das zu verbergen. Ihr tut so, als würdet ihr uns nur unsere Fähigkeiten wegen brauchen. Aber wir kennen doch den wahren Grund, aus dem ihr uns mitgenommen habt. Okay, die glaubt also, dass wir wegen den Leuten... Dass es einer der Gründe ist, warum wir hier durch die Welt ziehen. Ja gut, und unsere Dämonenjägerin hat ja schließlich ihre ganze Family verloren. Das haben wir ja am Anfang des Spiels auch mitbekommen. Ja, reden wir mal mit Cormi und mit Lindorf. Soll erstmal mit Lindorf reden. Blutbande. Was ist mit dem Rest eurer Familie? Mein Bruder und ich waren Waisen. Wir hatten nur einander. Wart ihr also beide Diebe? Nein. Er war ein Mitglied der Stadtwache. Oh. Das muss für euch doch unangenehm gewesen sein. Nicht so sehr, wie ihr glaubt. Mal abgesehen vom Ende. Okay. Suche nach der Wahrheit. Stimmt, bei Comic waren wir ja so weit schon gewesen, dass er das Ganze so langsam ein bisschen anzweifelt mit der Templerei. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt. Ein Licht gegen die Finsternis. Um welchen Preis? Den eurer Menschlichkeit? Eurer Vergangenheit? Nach den Schlachten wird das alles sein, was uns bleibt. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Erinnerungen suchen, die mir genommen worden sind? Konzentriert euch auf alles, woran ihr euch vor eurem Eintritt in den Orden erinnern könnt. Träume, Albträume, alles ist da. Ihr müsst nur den Schlüssel finden. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden, meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten. Das Ganze ist so ein bisschen auch schon fast das Thema, was ich in meinem eigenen Spielprojekt unterbringen möchte. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile sollte es schon auf dem Kanal veröffentlicht sein, das erste Death Diary dazu gemacht. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Zu der Story werde ich, glaube ich, irgendwann mal schon was dazu sagen. Aber so eine ähnliche Richtung will ich das auf jeden Fall auch bringen. So, Cormic hat noch was. Ein gefährliches Tagebuch. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, meine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen. Aber sie ist gefährlich. Ich muss euch bitten, mir etwas zu versprechen.
Sollte ich rückfällig werden, worin auch immer meine alten Sünden bestanden, müsst ihr mich töten, so wie ich Yonda getötet habe. Abgemacht. Was jetzt? Ich habe ein Tagebuch bei Yondas Leiche gefunden, geschrieben in einer uralten Geheimschrift der Templer. Ich kann es übersetzen, aber das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht finde ich Hinweise auf meine Vergangenheit, wenn ich mehr über seinen Verrat lerne. Vielleicht. Warum seid ihr so besorgt? Yonda war einst ein Mann des Glaubens, der dem Templerorden die Treue geschworen hatte. Was, wenn er etwas entdeckt hat, das dazu führte, dass er sich selbst verraten hat? Es macht keinen Unterschied. Ich muss es trotzdem tun. Okay, also er will eigentlich nicht den Templerorden verraten, aber er will natürlich auch irgendwo herausfinden, was in der Vergangenheit los war. Ganz schön mieser Haufen, dieser Templerorden. So, ist hier oben noch irgendwas Lustiges? Nee. Gut, dann würde ich sagen, ich guck mal nochmal an den Optionsmenü kurz rein, weil ich hab den, das macht den Anschein, nee, ist alles okay. Alles okay. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt muss ich mich erstmal wieder umstellen. Genau, wir hatten hier das Portal letztes Mal geöffnet. Und dann schauen wir einfach mal, hier unten ist irgendwas. Verlassener Keller. Da kann man mal reingehen, allzu groß wird das sicherlich nicht sein. Es rumpelt und pumpelt hier ganz schön. Toter Eisenwolf. Alles mitnehmen, da ist eine Kiste. Ich sehe Reichtümer vor uns. Was? Mehr war hier nicht drin? Was ist da denn los? So, dann gehen wir mal wieder raus, gucken mal kurz rein, was wir da Schönes bekommen haben. Ach ja, stimmt ja. Einen Scheiß haben wir bekommen. Dann heißt es jetzt wieder erstmal die Map aufdecken. Ach, da ist ein Gegner. Schau einer an. Sind die schon tot? Ja, die sind schon tot. Ah. Einer wollte sich davon stehlen. Die stechenden Winde. Will ich hier schon hin? Ich gehe erstmal hier oben weiter. Oh, da unten stehen sie schon. Kann man da rein? Nein. Na, kommt. Ja, die halten schon wesentlich mehr aus. Ein Bogen. Naja, so geil ist er nicht. Das ist keine Illusion. Die Kultisten haben die Straße versperrt. Ich werde den Weg durch den Außenposten von Kasim im Westen nehmen müssen. Okay. Schon komisch, dass wir mit einem Schuss hier so einen Holzwagen zerballern können, aber hier nicht die Bresche mit einem Schuss durchmähen können. Das ist ja auch nur Holz, was uns da den Weg versperrt. Eigenartig, aber gut. Was ist denn hier oben noch Schönes? Okay, nix. Hier konnte man noch eine Kiste holen. Ach, auch alles nur Scheiße, ey. Wir müssen mal ich muss unbedingt mal die Verzauberung ausrüsten. Seht ihr den Feind da drüben? Kommt, befreien wir das Land von ihm.
Boah, die machen richtig Aua. Weg mit euch, weg mit euch. Nicht genug Hass. Oh, was legendäres schon da gedroppt. Ein Plan. Gucken wir uns mal gleich an. Ach du Scheiße, noch mehr von denen. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Wah! Ihr beeindruckt mich immer wieder. So, was haben wir da? Stiefelchen, was ist das? Lehrt ein Schmied. Ach, das ist nur ein legendärer Daibu. Das ist so. Es liegt in der Luft. Wir scheinen näher zu kommen. Oh, nochmal? Nein, das werde ich nicht tun. Das war nur ein Vorgeschmack. Fuck, ey. Mein Hass ist nicht ausreichend. Ja, dann werd doch mal wütend da. Puh, okay. Wie viele Seltene sind denn hier gerade unterwegs? Was ist denn da los? Schon wieder was bekommen. Seltene Handarmbrust, die ist jetzt aber nicht so gut. Oder wenn wir mal vergleichen mit der anderen Waffe? Nee. Macht weniger Damage. Wie geht's denn hier noch lang? Noch eine Truhe. Wie geht's runter? Okay, da geht's nicht weiter. Hat sich ja fett gelohnt, hier lang zu gehen. Bah! Das mit den Hühnerverzauberungen ist schon ziemlich nice. Schon wieder den Namen. Ach, Irina heißt sie, glaube ich. Die gute Verzauberin. Ja, da sind wir wieder. Da sind auch noch ein paar Gegner. Nicht genug Hass. So. Mach mal die Map auf. Da oben gibt es noch was zu entdecken. Toter Eisenwolf. Oh, alter Schwede. Na gut, dann müssen wir hier oben lang. Ich guck mal auf die schlaue Uhr. Ein bisschen können wir noch. Oh, das ist ein Seltener. Shit. Ach, das sind die Seltenen, die Scheißviecher. Geht weg. Ich habe zu wenig Disziplin. Shit, 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 shit. Oh, Schwein gehabt. Sind die anderen auch tot? Nee, da ist noch einer. Gut, jetzt ist er aber tot. Wir sind ein riesengroßes Gebiet hier wahrscheinlich. Und im Grunde der Reflexion mal mitnehmen. Oh. Noch mehr fliegen. Oh, eine Kiste. Ah, interessant. Oh,
Schon wieder diese komischen Sandhaie, die nerven ja extrem. Dünenhaie sind das, genau. Dünenhaie. Moin, Jungs! Yay, Stufe 40! Nehmt das, ihr Schweine hier. So, wir haben Stufe 40 erreicht. Dann sind es ja nur noch 3 Level. Ich guck mal kurz in die Fähigkeiten rein. Die Granaten haben ein Update-Granatengürtel. Werft 3 Granaten, okay. Bleib aber gerne bei den Bollers erstmal. Was haben wir noch bekommen? Ach, eine Racheengel, Sonne verdunkeln. 3500 Schaden. Ich probiere es mal, obwohl das hier eigentlich stärker ist. Das ist doch irgendwie Blödsinn. Der macht doch wesentlich mehr Schaden, die düstere Wolke. Ich versuch's mal trotzdem, mal gucken, was da anders ist. Und wir haben eine neue passive Rune bekommen. Erhöht die Dauer der Fähigkeit Krähenfüße, Stachel fahren Geschützturm 100%. Naja, da habe ich jetzt nicht unbedingt das Problem im Moment. Okay, das ist dann jetzt wieder nur ein Bereichsschaden, der da kommt. Der andere teilt sich ja, glaube ich, sogar auf. Mein Hass ist nicht ausreichend. Ah! Und Dünenhalber auch noch dabei. Ich würde aber sagen, ich mache hier mal einen Cut. Und dann sehen wir uns zu Folge 34 wieder. Also, bis dahin. Ciao.